Die Business-Fragen-OG verkauft über ihren Online-Shop Büroartikel im Wert von 340 Euro abzüglich Umsatzsteuer. Die Bezahlung erfolgt mittels Kreditkarte. Verbuchen Sie den Geschäftsfall. Dann sehen wir uns einmal an, zuerst wieder, welche Konten wir benötigen. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal etwas verkauft. Das bedeutet, wir haben einmal einen Umsatz gemacht, weshalb wir hier einmal ein Konto Umsatzerlöse benötigen. Darüber hinaus haben wir ja schon einige Male gehört in einigen Beispielen, dass wenn wir etwas verkaufen, immer eine Umsatzsteuer anfällt und nie eine Vorsteuer. Aus diesem Grund benötigen wir auch ein Umsatzsteuerkonto. Und gleichzeitig wurde der Kauf der Büroartikel auch schon bezahlt seitens des Kunden, allerdings mittels Kreditkarte. Und wenn wir uns überlegen, wie so eine Kreditkartenzahlung funktioniert, dann bedeutet es, dass wir als Verkäufer, also in dem konkreten Fall die Businessfragen AG, nicht gleich den Umsatz, also sprich das Geld auf dem Konto gutgeschrieben wird, sondern das Geld geht zuerst zur Kreditkartengesellschaft und erst zu einem späteren Zeitpunkt bekommen wir von der Kreditkartengesellschaft das Geld auf unser Bankkonto überwiesen. Also nicht wir, sondern die Businessfragen OG. Und das bedeutet, das Kreditkartenunternehmen schuldet uns Geld. Also wir haben eine Forderung gegenüber dem Kreditkartenunternehmen. Und aus diesem Grund brauchen wir eben hier noch ein drittes Konto, Forderungen gegen Kreditkartenunternehmen oder Kreditkartengesellschaft. Und wenn wir uns hier die Bilanz wieder vorstellen, so wissen wir, dass wir die Forderungen im Umlaufvermögen finden, also dem kurzfristigen Vermögen zuzuordnen ist. Und dieses finden wir in der Aktiva, weshalb wir bei dem Forderungskonto von einem aktiven Bestandskonto bzw. von einem Aktivkonto sprechen können. Die Umsatzsteuer braucht man hier auch keine großen Gedanken machen, um welche Kontoart handelt es sich, weil die Umsatzsteuer, sofern keine Korrektur, immer im Haben verbucht wird. Und die Umsatzerlöse finden wir in der Bilanz nicht dargestellt, sondern nur in späterer Folge über den Umweg Gewinn- und Verlustrechnung. Und dementsprechend muss es sich um ein Ertrags- oder ein Aufwandskonto handeln. Nachdem wir aber hier etwas verkauft haben, generieren wir ja einen Umsatz, also sprich einen Erlös bzw. einen Ertrag. Und aus diesem Grund handelt es sich bei den Umsatzerlösen um ein Ertragskonto. Und wenn wir uns dann überlegen, was wird mehr, was wird weniger? Die Forderung gegenüber den Kreditkartenunternehmen wird mehr, weil die schulden uns ja was. Wir können von denen mehr fordern. Und eine Mehrung eines Aktivkontos wird immer im Soll gebucht. Dann habe ich vorher schon kurz erwähnt, die Umsatzsteuer wird immer im Haben gebucht, weshalb wir hier eben die Verbuchung der Umsatzsteuer im Haben vorliegen haben. Und zu guter Letzt haben wir noch die Umsatzerlöse und eine Mehrung eines Ertragskontos wird ebenfalls immer im Haben gebucht. Und jetzt braucht man noch die Beträge, damit wir den Buchungssatz dann abschließen können. Und hier haben wir 340 abzüglich Umsatzsteuer. Das heißt, die 340 sind ein Bruttobetrag. Dementsprechend müssen wir zuerst wieder auf den Nettobetrag rechnen. Und das machen wir wieder für Deutschland und für Österreich. In Österreich müssen wir die 340 dann durch 120 dividieren, beziehungsweise in Deutschland durch 119 und im Anschluss mit 100 multiplizieren. Und so kommen wir dann auf einen Nettobetrag von 283,33 beziehungsweise 285,71 in Deutschland. Und wenn wir den Nettobetrag vom Bruttobetrag abziehen, so kommen wir auf die Umsatzsteuerbeträge. Und dementsprechend lautet dann der Buchungssatz: Forderungen Kreditkartenunternehmen mit 340 Euro an Umsatzsteuer mit 56,67 in Österreich
und an Umsatzerlöse mit 283,33. Und wenn Sie das jetzt wieder auf die T-Konten übertragen, so haben wir bei den Forderungen 340 im Soll, bei der Umsatzsteuer 56,67 im Haben und bei den Umsatzerlösen, Entschuldigung, 283,33 im Haben.